Strichfehler. So, hallo, wir machen weiter. Bei hey. Evil Conquest 2. Und genau, das letzte Mal haben wir die Höhlenwelt abgeschlossen. Und sind jetzt in der Schnee-Eis-Winterlandschaft gelandet. In Welt Nummer 3. Genau. Auf dem Berg. Chomps chillen hier offensichtlich. Wie fandest du denn so die ersten beiden Welten? Meinst du jetzt vom Schwierigkeitsgrad her oder an sich fand ich schön? Generell. Auch. Also generell, wie sie dir gefallen haben, meine ich. Ja, nee, fand ich schon schön. Ah, das war eine coole Sache. Freut mich zu hören. Gut. Oh mein Gott, das ist es. Ach, das sind solche Viecher. Okay. Und die haben Hunger. Die chillen ja überhaupt nicht. Die sind ja richtig. Die haben richtig drauf. Hunger. Das heißt, ich werde hier ganz Snack. Oft den Boden. Wow. Ach so, die chill wegen Eis oder wie? Genau. Ja. Ah. Der will's aber jetzt zu. Ja, moin. Das würde ich jetzt mal ungern kommentieren. Boah, wird wieder schwierig zu sagen, wer das Level hier gebaut hat, ne? Das war, anfangs war es irgendwie noch leichter, jetzt ist es irgendwie so. Ah, ich krieg das Leben hier jedes Mal wieder, das ist gut. Huch! Hä? Okay. Ich hab einen Fehler gefunden gerade. Könntest du vielleicht die Schräge durch eine normale Kante What ersetzen? Happened? Ja, die Schräge hat wahrscheinlich falsche Eigenschaften. Passiert das hier? Das muss ich mal kurz gucken, dass jedes Mal passiert, ob ich gerade einfach nur richtig jetzt Pech Ich kann hatte. Dir sagen, das wird jetzt auch beim zweiten Mal passieren. Wahrscheinlich weil, nicht. Wenn du groß bist, nicht. Aber wenn du dich jetzt reindrückst, dann ja, schon. Ja, dann zieht man da durch. Genau, also. Ja. Mach's am besten nicht. Es sei denn, du willst ein Leben verlieren, dann mach's. Aber. Oh, gut, nee, gut. Danke, dass du reingefallen bist. Das ist schon mal gut. Dann wissen wir das. Hast du das auch geschrieben, Lux? Oder? Ja, ich hab's geändert schon. Ah, schon geändert. Guck mal hier. Ach, hier ist der Playful auch da hier. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Sachen, mit denen wir getroffen werden können. Das ist ganz gut. Dann kann ich hier nämlich in Ruhe einmal hier rüber springen. Genau, das ist richtig. So. Und wir haben den Midway Point. Und da kommt jetzt wieder gleich das ganze Zeug weg. Da oben wird auch gleich weggefuttert. Wenn du gleich bei einer bestimmten Levelstelle bist, habe ich noch eine tolle Anekdote. Ja. Da komme ich aber gleich zu, wenn wir bei der Stelle sind. Mhm. Und zwar hier bei der Stelle. Genau, und zwar ursprünglich musste man also einmal weiter nach rechts laufen und dann gab es hier zwei Chomps, die Turnblocks weggegessen haben, damit man... Oh, Lux, das ist ein kleiner Eckenfehler an dem rosanen Kristall gewesen. So, da war ein Cut-off. Genau, und zwar, wenn man halt diese Chomp-Gegner in den Screen reinscrollt und dann nach links zurück rennt zu der Yoshi-Coin, dann hat sich die Musik geändert im Level, zur Boss-Musik. Und wir haben bis heute nicht verstanden, warum das der Fall gewesen ist. Ja, das war ein sehr, sehr merkwürdiger Fehler. Okay. Auch interessant. Genau. Ja, manchmal passieren Dinge, die checkt man einfach nicht. Richtig, aber das fand ich ganz witzig, weil ich diesen Bug noch nie so entdeckt habe. Ja. Gesehen habe, tatsächlich. Entdeckt habe ich ihn ja. Aber gesehen habe ich ihn so noch nicht. Ach, crazy. Ach, es ist rutschig, okay. Frost Tower. Ja. Hi. Das ist ein Eisschloss. Und wir waren ja das erste Level der dritten Welt. Genau, da warst du ja noch unsicher, ob das von Lux oder von mir ist. Die Sounds sind irgendwie komisch geworden, das liegt das wieder am Lied, oder? Das liegt wieder an den Samples. Wir haben uns natürlich sehr viel Mühe gegeben und jeden Sound einzeln ersetzt für dieses Level. Ich glaube auch. Wer hat das nochmal gesagt? War das. Ich glaube, das war. Ja. Nein. Alte. Nee, das war Mario 7. Ja, genau. Alte Mario 7 Contest. Auch ein Port verwendet, der als Samples überschreibt, die in Soundeffekten benutzt werden. Und, oder halt die Samples so überschrieben hat, dass die Soundeffekte sich geändert haben. Und dann hat er extra Punkte dafür gegeben, dass er sich die Mühe gemacht hat und jeden Sound ersetzt hat. Ja. Grüße an der Stelle nochmal, Mario 7. Sehr schön. Oder Norpio. Das ist alles schon ewig her, meine Güte. Ja. Mario's Treasure Hunt. Mario's Treasure Hunt 2. Oh ja. Das war ja 2013, oder? Oder 14? Ja. Ja. Weiß ich ja gerade. Der Snack, den er, glaube ich, gemacht hat, war hier, wie ist er noch? Ach, Mensch.
Treasure Hunt 2, oder nicht? Nee, der hatte nochmal einen gemacht. Irgendwie Echt? 2015 oder so. Also ich weiß nur, dass er nochmal einen Teaser hochgeladen hat zu Mario's Treasure Hunt 3 auf seinem Kanal. Aber da kam auch gar nichts mehr zu. Ich wollte sagen, das kam aber nie. Ich habe bis zu, ich glaube 1 und 2 habe ich gespielt. Ja, der letzte Tag, den er gemacht hat, ist 2017 Mario Search for the 8 Jewels 2. Du hast komplett recht. Stimmt, da hat er nochmal was gemacht. Stimmt, Search for the 8 Jewels. Dann habe ich nur gesehen bei Emiro. Emiro. Stream. Genau, ich weiß noch, da, als er rausgekommen hat, Puzzy in dem Stream gespielt und wir hatten das mal wo 7 Bingo. Ja, stimmt. Ja, ich kann mich da wieder dran erinnern. Der hat immer so bekannte Levelstellen, die er immer und immer wieder so verwendet. Sei es jetzt Donkey Kong Musik, Pokémon Musik oder Bramble bestimmte Level. Gezeichnete Bramble Level, genau. Also bestimmte Eigenschaften und bestimmte Leveltypen, Musiktypen, alles, die sich halt immer wieder wiederholen. Hat das Bingo funktioniert? Das hat sehr gut funktioniert, ja. Also gut wie auch das Mario Maker Shit-Ding funktioniert. Falls du das kennst. Sehr schön. Ich hab gar nicht geachtet, ich glaube, ich hab schon wieder den Kristall verpasst. Hattest du schon verpasst? Ich hab jetzt einen gesammelt von mir. Ich glaube, das ist der erste. Ah, okay. Das kann sehr gut der erste gewesen sein. Ich weiß, wo der zweite gerade ist, aber wahrscheinlich kann ich kommen. Ja. Werden wir sehen. Oh Gott. Hilfe. Geh weg. Einfach, let's go. Okay, hier kann ich einfach hoch. Oder so einfach hoch kann ich da auch nicht. Hi. Na du? Also, ich würde dir empfehlen zu springen. Ich wollte, ich habe eigentlich auch. Den ist nicht gut. Irgendwie hat das mit dem Spiel nicht funktioniert. Kein Problem. Das ist ja auch gerade dein letztes Leben. Ah, verdammt. Umso besser. Da muss ich es jetzt ja schaffen. Aber dann schaffen wir das jetzt mal einfach mal. Nein! Ich glaube auch an dich. Kein guter Start. Was krieg ich da drüben? Ah, da komme ich nur runter. Nichts. Ach so, warte. Ah, ich muss, okay, verstanden. Schnell hoch einfach so. Hi. Okay, ganz ruhig, es ist rutschig. Aber nichts, was man nicht schaffen kann. Du kannst gar nicht mehr verlieren. Vorsicht, der Form geht nach links. Links vor dem. Der zieht nach oben. Ah ja. Nach links. Das heißt, ich kann nicht mehr verlieren. Du kannst nicht mehr verlieren, siehst du? Puh. Sehr schön. Mit dem letzten Leben gefällt mir das. Kein Problem. Gut. Wer hat's gebaut? Oh, Frost Tower. Was meinst du? Oder haben wir es denn angebaut? Wer weiß? Es ist wirklich schwieriger geworden. Nicht mehr so glasklar. Was haben wir alles für ein Element? Daran kann ich es auch nicht fest. Ich würde sagen, Dark. Damit liegst du natürlich komplett richtig. Schau dir mal diese Animation an. Die wurde extra von Lux selber neu gemacht. Die Schlossanimation gerade. Ja, Custom-Castle-Intros. Ich muss mich einfach runterfallen lassen. Ja, moin. Das war natürlich geplant, damit du Game Over bist, um 5 Leben zu bekommen. Ja, klar. So, also dann White Album. Ja, aber bisher spielt sich das alles recht schön, finde ich. Ups. Bis halt auf die Stellen, das wo ich mich einfach dumm anstelle. Das ist ja aber meine Schuld. Das freut uns zu hören. Das ist...
eher der Tatsache der Aufnahme geschuldet. Dass ich da etwas unkonzentrierter bin, Hilfe. So. Kein ja, Kommentar. Ei. Was soll ich jetzt sagen? Ah, das Ding hat Secret Exit. Ja. Ich muss ja auch noch die Augen offen halten. Okay, hier ist schon mal nichts. So viel zu den offenen Augen. So, wir gehen mal gerade Game Over. Das war Absicht. Ich wollte das noch nicht absichtlich. Alles gut. Ich sag gar nichts zu. Alles gut. So. Also in diesem Level musst du noch nicht für den Exit sterben. Das kommt noch. Ach so. Das ist ja auch interessant. Alles gut, kommt nicht. Keine Panik. Na, es gab ja mal so. Nee, was gab's mal? Es gab mal diese Todesblöcke, ja, die... wo man gestorben ist, aber doch nicht gestorben ist, weil man auf dem Todesblock gelandet ist. Ja? Das war ein interessantes. Wie gibt es? Ach, Mensch, ein Scanner. Mach ich denn hier? Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man einen Midway Point einsammelt und dann stirbt, um woanders zu spawnen. Richtig. Das wird aber nicht gefordert in den Hack. Das hoffe ich. Keine Sorge. Es sei denn, du willst das, dann mach ich das noch. Nee, ich hab genug von solchen Puzzle-Dingern. Puzzles kommen aber noch. Nee, ich meine, also, ja, ich meine halt diese Art von Puzzles. Aber von solchen, ja. So, so. Wo einfach das komplette Level. Fake ist. Ja, damit du weiterkommst. Alles gut, alles gut, alles gut. Müssen wir eigentlich ja mal in den Hack halt einbauen, in so ab und zu mal in Level, dass man einfach am Midway-Point sterben muss, um den Ziel zu bekommen. Nur um halt Leute, die das ausschließlich mit Safe State spielen, zu verwirren. Oder wir lassen es einfach. Ich weiß gar nicht, wie sie das in Mario Maker schaffen. Da gibt es ja auch Level, bei denen man am Midway-Point sterben muss. Ja. Es gibt da bestimmte Konstruktionen, die das halt ermöglichen, dass man dann andere Wege freilegen kann. So, weiß ich jetzt mal ein Beispiel, dass man dann irgendwie bestimmte On-Off-States, also halt entweder, dass man den On-Off-Block auf On oder auf Off halt haben muss, damit bestimmte Ereignisse passieren. Es gibt ja so Level, in denen man rote Münzen sammelt, um dann halt am Ende so durch so eine Schlüsseltür zu kommen. Ja. Wenn man halt den zweiten Checkpoint in dem Raum drin hat, wo diese Sicherheitsmünze drin ist, die man am Schluss erst einsammeln sollte, dann geht man als Spieler nicht davon aus, dass man da 400 Sekunden warten muss, bis man da irgendwie stirbt oder so. Also es gibt da halt so bestimmte Möglichkeiten und, weiß nicht, so Konstellationen, dass man das so erstellen kann, dass man nur in bestimmten Vorgehensweisen da wirklich am Ende stirbt. Um weiter zu ich frage mich nur, wie man sozusagen bei solchen Leveln als Ersteller das hochladen kann, weil man da ja nicht am Midway Point einmal sterben darf. Da gibt es dann wahrscheinlich einfach eine Death Door. Wahrscheinlich jetzt genau. Nur über so Death Door, aber das ist dann halt wieder doof. Die waren halt sehr schwer. Aber und die müssen dann ja so gut versteckt sein, dass man sie als normaler Spieler nicht findet. Ja. Aber ich denke mal, das ist halt auch möglich, das zu checken, wenn man irgendwo eine Wein oder sowas in einen unsichtbaren Block setzt, wo man halt nicht normalerweise hochspringen würde, also halt nicht mal irgendwie am Rand von einem Screen, sondern irgendwie mitten irgendwo in einem Abschnitt, wo man eigentlich nicht springen würde oder so, wo man nur schnell durchläuft, dann ist die Chance ja auch relativ gering, dass das jemand findet. Ja, es ist und hey, richtig. Wenn das jemand richtig findet, dann hat der halt einen Weltrekord, aber das ist dann auch egal. Es ist halt immer komisch. Man sieht es ja manchmal, wenn die hier Beast und so, wenn die dann irgendwelche Exits suchen, weil sie merken, das Level kann man so nicht abschließen, wie es gebaut ist. Da muss es was geben und dann hüpfen die einfach quer durch die Gegend und spulen vor und irgendwie so nach. Ja. Wahrscheinlich im richtigen Spiel. Oh, okay, wir haben schon mal was gefunden. Im richtigen Spiel nach keine Ahnung, gefühlten 20 Minuten finden sie dann endlich diesen Block. Und können dann überhaupt das Level abschließen. Mhm. Das macht Spaß bei No-Skip. Okay, wir positionieren den schon mal.
so dass ich nachher da durch kann. Aber der Schlüssel auch. Und jetzt fehlt mir noch der P-Switch. Der wird da wohl später. Oh, kommen! Hallöchen! Da wird er wohl hier drin sein. Das ergäbe zumindest Sinn. Yes. Hey. Dann machen wir doch erstmal den Secret Exit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Also ich würde nicht empfehlen, da unten bei der Wand lang zu schwimmen. Ich würde mir einfach mal empfehlen, ihn jetzt schon zu drücken. Das sollte zeitlich. Oh, jetzt sind da Blöcke auf. Ja, das ist halt nur für den Fall, dass man mit dem Schlüssel nach rechts schwimmt und nicht so wie du den wieder zurück nach links platzierst. Puh, hätte ich den ein bisschen eher gedrückt, wäre ich vielleicht vor der Wand gelandet. Aber du wärst auch nicht gestorben, wenn du halt den aktiviert hättest. Okay. Und dann die Blöcke in dir gespawnt wären. Also für den Fall der Fälle. Oh, roter Switch, jetzt bin ich gespannt. Ihr habt gesagt, seid ihr euch. Der Rundschlüssel, ob ich das Rätsel schaffe. Der ist einfach. Achso, der ist einfach. Mit Chishons Wort. Der grüne und der blaue sind die. Der ist sehr einfach. Das war mal ein bisschen cooler generell, aber wir hatten dann noch ein paar andere Komplikationen im Level, weswegen wir noch ein bisschen verändert werden musste. Genau. Aber wir haben es gesagt, jetzt der ist sehr einfach, wahrscheinlich stelle ich mich gleich an wie. Nein, du kannst das nicht falsch machen. Wirklich. Okay. Und für den Fall hast du auch hier diese tollen Resettos. Ich könnte, aber ich wüsste noch nicht warum. Wo man sagt, oh, Leben, 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 Leben. Das ist ein leicht verdientes Leben. Ja. Das ist jetzt auch Münzen für 18 Leben, also. Richtig, du musst die Blöcke so kopieren, dass du dich da einmal durchdrücken kannst. Lass mich in Ruhe. Wo hab ich denn jetzt? Ach, hier kann ich. Ich hab mir gewusst, wo es weitergeht. Da unten war was, okay. Brauchen die Shell wieder. Mhm. Genau. Siehst du, ganz einfach. Brauchst du doch nicht. Geh mal ein bisschen nach links oder rechts. Ich will hier noch nicht ablenken, dass ihr losgeht. Ah! Hm. Das war interessant. Hey! Juhu! Siehst das du? War tatsächlich einfach. Gleiche, ganz einfach. Gut, dann haben wir das auch gedrückt und müssen jetzt nochmal hier durch. Genau. Ich hätte gerne den Pilz. Du schaffst das. Dann holen wir. Einfach wieder zum Midway Point und dann schwimmen wir eine Runde und dann haben wir das Level geschafft. So, wunderbar. Ups. Nein, was tue ich? Jetzt war ich wieder ungeduldig. Aber egal, alles gut, ich krieg gleich wieder einen Pilz. Gleich krieg ich wieder einen Pilz, bis dahin komme ich auf jeden Fall. Das denke und hoffe ich doch auch. Und dann ist. Ach, das ist blöd, aber jetzt haben wir gleich den Midway-Point. Es dürfte eigentlich nicht mehr viel schief gehen können. Außer ich mache totalen Quatsch! Was aber eigentlich jetzt nicht mehr. Genau, dann immer was schief, wenn Leute sowas machen. Ja, ich. Optimal. Bist du komplett souverän, alles gemeistert. Wie man es erwarten kann. Oh, wait, ich hab eine Idee. Das war wie die Bitrate bei diesen Abschnitten halt in Discord extrem runtergeht. Ja. Ah ja, das glaube ich, ja. Ja, wir sind gerade die Erschauer, aber ist kein Problem. Wir wissen ja, wie die Level funktionieren. Genau. Das stimmt. Was glaube ich, so schlau ist, den mitzunehmen, aber im Moment fühlt sich schon mal besser an. Schwimmtechnisch. Ja, du kannst damit schneller schwimmen. Aber der wird nicht mehr gefordert. Es gibt keinen zweiten Secret Exit. Nee, aber zum Schwimmen ist er halt angenehm. Ah! Ich sag ja. Ups. Ey, kritisch. Hä? Das nur damit du wieder ins Level reinkommst. Ah, habe ich vorhin gar nicht den Midway Point ich habe den vorhin gar nicht geladen, als ich ihn hatte. Ja. Also, du bist halt nicht gestorben. Ja, stimmt. Das ist nicht geschafft. War ich jetzt gerade irritiert? Ich dachte, ich bin vorhin auch mal gestorben, aber bin ich gar nicht. Nee. Das war alles im ersten Versuch, nachdem du den Midway Point erreicht hast. Yay.
Weiß, ich hätte mir gerade einen zweiten Pilz holen können, aber ich habe mich nicht getraut. Weil ich schon einen hatte, aber der ist wieder weg. Du hast bereuen musst? Werden wir das sehen. Wenn ich habe mir gedacht, ich werde ihn eher verlieren in dem Moment, wo ich ihn hole und dann. Okay, es ist. Kannst du dich nochmal hier verziehen, Kollege? Dankeschön. Du kannst dich noch nichts bewegen, genau. So. Jetzt sind wir auch wieder richtig. Jetzt können wir wieder zuschauen. Ah, jetzt seht ihr wieder was, ja. Alter, oder kommt doch ein zweites Signal? Nee, gibt's ein Leben, nice. Hey. Ja, da freut man sich richtig über Leben. Und du kriegst sogar noch ein Leben, weil du mit dem Schlüssel ins Leben bist. Vielleicht auch nicht. Oder du kriegst. Oder du schmeißt ihn auch oben in den Boden. Komm runter, komm runter. Komm durch irgendeinen Block runter. Warte. Nein. Okay, der hätte sogar fast durchfallen können, tatsächlich. Ja, ich hätte, aber ich hab's versaut. Okay, Bouncy Boys. Ab geht's. Wer bounce denn hier? Ach, die Vieh. Die Boys bouncen. Die Boys bouncen. Oh, genau. Da hat er sich einfach mal durch den Boden gebounced, der Kollege. Also, ja, das können wir schlecht verhindern, Leute. Hier! Liegt also an den Schlägen. Können halt nur Stellen verhindern, wo das passiert, aber dann müssen wir halt das ganze Level umbauen praktisch. Ja, stimmt. Ja, gut. Also, der kam halt zurück, ne? Seit wann kann der hoch? Was? Der kann schon hochspringen. Aber das ist doch, da ist doch gar keine Wand gewesen, oder? Doch. Doch, klar, der ist gegen die Wand hochgesprungen. Ach, da ist eine Wand gewesen. Das ist fest dann. Ich dachte nicht, dass das fest ist. Ist das fest? Ja, das ist fest. Okay. Ist fest. Das ist aber von der Grafik her, im Original SMW ist das nicht fest, oder? Doch, das sind die ganz normalen Wände von der. Ich hätte das jetzt spontan, als ich gerade durchlaufen empfunden. Ah, oh, okay. Also von der. Das sind ja die Höhlengrafiken und die sind halt solide. Ja. Aber die Enden von dem Grasteil, die sind von den durchlässigen. Zumindest halt auf die Cave-Tiles platziert worden. Mhm. Ah, okay. Also ich hätte so aussehen, als wäre spontan. Als hättest du auf die Cave-Tiles draufgeschnallt. Genau. Deswegen war ich irritiert, aber dann, ja klar, dann ist klar, dass er hochspringen kann, wenn da fest ist. Okay. Ich liebe mich gerade für diesen Layer 3, den ich wieder nicht sehe. Ja. Ach. Da wäre ein Leben gewesen, aber zurück gehe ich jetzt auch nicht. Wait, ich kann nicht was. Ja, brauchst du auch nicht. Ah. Hab da was gefunden. Hey, wir können wieder was. Ihr seht wieder was. Extra für euch bin ich durch die Röhre gegangen. Was ist so? Zu gütig, der Herr. Ich muss leider wieder raus, sorry. Hui. Oh boy, das wird jetzt unangenehm. Unangenehm, okay. Du könntest ja sogar in der Theorie ganz viele Leben hier holen, indem du halt immer in die Röhre reingehst, dann wieder rausgehst und dann längst das One-Up holst, weil das halt respawnt. Oh. Ah, wir haben was war das denn jetzt? Theorie. Okay, das, das sah so aus in der Übertragung, als ob du Rennen losgelassen hättest. Ja, irgendwie sowas. Aber ich kann das nicht beurteilen. Ich glaube, es war meine Tastatur. Ach, stimmt. Du spielst ja mit Tastatur. Ja, ja, ich spiele alles mit Tastatur. Aktuell wieder. Hast du nicht mal. Du hast doch mal. Ja, genau. Ich wollte doch sagen, du hast dir doch irgendwann mal einen Controller geholt. Ja, ich habe eine Zeit lang mit dem, mit dem PS3-Controller gespielt. Dann mit dem Pro-Controller von der Switch. Mhm. Und jetzt im Moment bin ich wieder auf Tastatur. Weil ich nicht so viel SMB-Hacks gespielt hatte, da habe ich wieder Tastatur gemacht. Ich könnte halt den Pro-Controller von der Switch. Ich muss halt immer wieder, wenn ich den Pro-Controller anschließe, sozusagen das Bluetooth von der Switch deaktivieren und das am PC wieder aktivieren. Ach so, ja. Das ist immer so ein Hin- und Her-Gedingse. Da habe ich irgendwann gedacht, im Moment spiele ich einfache Hacks, da brauche ich eine Tastatur, da reicht es vollkommen aus. Da muss ich nicht hier kompliziert irgendwas rum. Ich habe mir hier so ein. Es gibt so ein SNES Gamepad mit Joysticks noch dran auf Amazon. Und das hat 4 verschiedene Modi. Und dann kannst du halt, du drückst praktisch Start und Y, dann kannst du dich mit der Switch verbinden, Start und X, dann beim PC und so. Dann da muss man das nicht immer wechseln. Ah, das klingt auch cool. Aber ich muss sagen, der Pro-Controller ist, und ist halt, schon echt cool. Ja, der Switch Pro-Controller ist halt. Okay. Das einzige, was halt an dem Switch Pro Controller nicht so cool ist, ist das D-Pad. Ja, das merkt man vor allen Dingen, wenn man Tetris spielt damit. Ich überlege gerade, wann man das extremst nutzt. Ja, wenn man halt, also
Ich spiele halt lieber Tetris mit dem D-Pad und wenn man das dann damit macht und aus, wenn der dann halt aus Versehen, wenn du nach rechts zurück nach oben drückst, fallen halt die Blöcke schnell runter. Das ist richtig. Und das ist halt mit diesem SNES-Style-Gamepad überhaupt nicht so, deswegen. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das stressig ist. Ich überlege gerade, wie ich mit Mario Maker benutze, das D-Pad eigentlich gar nicht so, ne? Weiß, da kann man, da kann man mit dem D-Pad spielen. Ich nehme ihn mal kurz in die Hand. Ja. Wie steuere ich den Mario Maker? Ne, ich mach das eher mit der. Mit dem Dings, glaube ich. Ist egal. Okay. Keine Ahnung. Sieht dann jetzt eh keiner von daher Quatsch. Du kannst ja auch mal Leben kaufen gehen. Du hast noch drei. Ja, wir gucken erstmal ins Level rein. Es hat einen Secret Exit. Mhm. Oha. Das hat eine coole Atmosphäre, das Level. Finde ich auch. Und viele Yoshi's Island Gegner. Yoshi's Island Gegner. Wer hat eigentlich gerade das Level gebaut? Das Eislevel. Oder Schneelevel von eben. Jetzt muss ich mich wieder dran erinnern, was da war. Was war das gerade? Es hat. Ach ja, ich würde sagen Lux. Das ist richtig. Da hast du komplett recht, mein Freund. Ah, die Mannschaft sind weg, sehr gut. Ja. Okay. Ah, daraus könnte ich jetzt schließen, dass entweder Lux das Level gebaut hat oder Lux das Level nur umbauen sollte, auf Wunsch von Dark, der das Level gebaut hat. Das ist richtig, also kannst du kann ich mir noch gar nichts drauf schließen, okay. Oh, was? Guten Morgen. Du kannst dir übrigens oben links einen Pilz holen. Stimmt. Musst aber nicht. Aber ich bin eh gleich geworden. Das ist auch richtig. Wenn du jetzt sterben würdest, was ich nicht hoffe. Kannst du auch selber jetzt durchspielen. Genau, aber in der Theorie könntest du dir am Anfang des Levels oben links einen Pilz holen. Können wir gleich ausprobieren. Uah! Oh! Wofür kann man hier runter? Nur für die Münzen? Wer weiß. Das ist viel zu gefährlich, nur für die Münzen. Ah! Hey! Das ist gut. Überraschung. Das ist gut. Zu wissen. Dann werde ich jetzt nicht mehr an der Stelle sterben, an der ich vorhin gestorben bin. Sondern eine Stelle später. Sehr gut. Ach nee, ich bin da runtergefallen, ne? Hier bist du runtergefallen. Aha, schützt dich leider auf keinen Platz vor. Pass auf, du fällst da runter. Das wollte ich, habe ich mich gerade gefragt, ob da Boden ist oder nicht. Und ob ich da schwimmen kann, aber da kann ich also nicht, ist kein Secret oder sowas. Das ist nur, nee, das ist nur Deko. Okay. Deko. Aber schöne Deko, muss man sagen. Verleitet zwar reinzuspringen, aber hat sich schöne Deko. So, damit wäre es mir gar nichts, wenn ich kein Leben bekomme. Aber egal, bis dahin kommen wir problemlos wieder. Das war jetzt nicht so wild. Wir müssen ja eh zweimal durch das Level. Also entweder wir finden jetzt den Secret Exit oder wir finden den Normal Exit. Was raus? Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, okay. Hä? Ist der Deck? Also. Das ist tragisch. Ja. Das war interessant. Das weißt du, wie ich das geschafft habe? Of the Kings. Ach, da oben ist ein Pilz. Ja. Komm mal her. Kannst du mit dem Kollegen hier erreichen? Ach, so ein Pilz ist da. Ah. Mhm. Den man nicht sieht und sofort auslöst. Ich dachte, jetzt kommt der so erstmal geflogen. Das wäre blöd, weil er nämlich nach links fliegen könnte und dann sofort aus dem Screen rausfliegt. RNG for the win. Hilfe. Ja, es kommt ja drauf an, wie du ihn. Also, es wäre kein RNG. True. Also, ja, wenn du ihn halt, während du nach rechts schaust, berührst, dann fliegt er nach rechts. Und wenn du ihn, während du nach links schaust, berührst, fliegt er nach links. Ja. Wenn also, du kannst es eigentlich sogar beeinflussen. Du kannst es beeinflussen, je nachdem, wo du halt hinguckst. So. Es gibt in diesem Spiel keinen Zufall. Zufall ist ein Gerücht. Hier gibt's keine Zufälle. So, was ist mit dem? Wie komme ich an diese Tür daran?
Das konnte man da runter, aber da unten kann ich. Ich glaube, da müssten wir eventuell noch irgendwas platzieren, um das. Ist ja, ist doch ein Geisterhaus. Du kennst ja. Kann ja wohl doch was sein. Okay. Vorher war da ganz unten im Level immer so ein Layer 3 Wasser. Huch. Oh, was? Was ist gerade passiert? Der hat mich an der Ecke mitgenommen. Ach, war ein Ticken zu nah an dem Kollegen dran. Für uns sah das halt so aus, als wärst du einfach gestorben. Ja, eben. Ja, genau. Er muss mich erwischt haben, anders kann es nicht sein. Ich meine halt nur, dass es wegen der Übertragung halt so ist. Naja. Also für mich sah es auch relativ weit weg aus, aber es ist nicht so weit weg, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es das war. Alles andere kann nicht sein. Okay, was ich eigentlich gerade sagen wollte, in dem Level ist ursprünglich mal ein Layer 3 Wasser gewesen, was halt ganz unten in meinem Scrollen war. Und so konnte man halt besser zur Tür gehen. Ich bin jetzt ja mittlerweile nicht mehr da. Alles gut. Alles gut. Ja, eventuell sollte man noch so eine Art Kennzeichnung dahin machen, dass man dort stehen kann. Weil das halt sehr random ist. Ja, also die Tür hat ja. Ist ja der einzige Weg, um reinzukommen. Das einzige, was sein kann, ist, dass da ein Weg ist. Also, theoretisch könnte man später einen P-Switch bekommen und der macht dann da unten Blöcke hin oder sowas. Aber. Ja. So, hier ist das letzte Überbleibsel des Originalkonzepts der Special World. Guest Level! Ja. Das hat's Babs gebaut. Grüße gehen raus an Patrick an der Stelle. Alles klar, dann schauen wir uns das im nächsten Part an. Wir sind nämlich bei einer halben Stunde. Ah, okay, alles klar. Alles klar. Dann ja, gibt's nächstes Mal das Guest Level. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Und tschüss.